Das war so klar. Ich will die Aufnahme beginnen. Lass mich hoch. Ja, meine Freunde von heute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Die Wassermelone, hey, die durch eine vierte Wand jetzt gerade nicht zu erkennen ist, liegt da immer noch drin. Dafür haben wir das Geschäft des Jahrtausends gemacht. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Der hat die mitgenommen. Eiskalt. Habe ich nicht. Nachdem ich den Schrei verraten liegt, habe. Die liegt doch da unten. Was benutzt du die Leute, Akado? Also ehrlich. Ach, da sind Fische. Habe ich die schon? Ja, habe ich. Ja, wir gehen zum Schrein, den Akko mir verraten hat. Und dann gehen wir nach Kakariko. Der Schrein soll übrigens hier oben bei der Olpa-Hochebene sein. Ich frage mich gerade, was... Am besten geht's, glaube ich, mit dem Turm da. Ja, ne, das denke ich mir auch gerade. Glaube ich zumindest. Dass der Gerudo-Turm doch die beste Anlaufstelle ist dafür. auch wieder die Wassermelone. Als ob ich meine Zuschauer betrüge. Ich heiße doch nicht Akado Weyer und mache so welche Videos. Oh, meine Zuschauer kommen nicht mehr. Da muss ich erstmal 20 Gewinnspiele starten. Ja, wer kennt sie nicht, meine tausende Gewinnspiele? Ja, erst letztens habe ich 7 Paar Socken gewonnen bei ihm. Ich hab mir so gewünscht. Hey, sie waren aus Wolle. Ich habe mir immer so gewünscht, seine Unterhosen zu gewinnen, aber es waren nur die Boxershorts. Und sie kam sogar mit der Post an, also er betrügt die Leute nicht. Also wenn er schon so eine Scheiße macht, dann... Alter, ist das ein silberner Riesenfoss-Dingster-Bumster? Finding? Wie heißt nochmal die dritte Stufe? Also Boblin, Exalfoss und dann kam nochmal eine größere Stufe. So, Moblin. Ist das ein silberner gewesen da hinten? Ja, es gibt auf jeden Fall silberne davon. Ja, das ist mir schon bewusst, dass es silberne gibt. Ich würde spontan sagen, die Moblins sind noch die harmlosesten. Die anderen beiden sind nerviger. Hab ich sie erwischt? Geil. Ja, aber klar, dass sie weggehen. Dankeschön. Einmal mitnehmen. Alter, da ist eine dicke Keule in der Hand. Das ist ein Silberner, ne? Ja. Was? Warum machst du das? Komm hier hin. Ich will deinen Loot nicht runter verlieren. Wow. Au, das hat weh. Wo ist Dings? Die Kleidung will ich ändern. Ich wollte nichts essen. Ich wollte die Kleidung ändern. Bin ich da blind? Da oben. Willst du mal bitte die scheiß Keule fallen lassen? Alter. Da braucht man, glaube ich, tatsächlich die Blitzteile für. Ja, haha, wie gefällt dir das? Hä? Hast du deine scheiß Knochenkeule weggenommen? Ich hab hier auf die Zunge gebissen. Das sieht aber echt so aus, ne? Mistviech, ey. Oh, ein Diamant. Hat sich gelohnt. Und irgendjemand hat die gerade Alarm geschlagen, aber es ist mir gerade scheißegal. Fucking Lanze, lass los! So. Das ist, was ich letztens auch gemeint habe. Immer diese Bockblitz mit der Lanze. Das ist ein kleiner Weg bis dahin. Dauert noch ein bisschen, Leute. Alter, ich mag die Wüste, sie ist so gerade. Siehst du das? Keine Sorgen, dass irgendwas schief oder so ist. Nicht so wie in den Bergen. Eben, kein Gedanke, dass du irgendwann mal was anderes machen musst. So, Spurfeilchen. Das ist die beste Strategie immer noch. Es ist kalt geworden. Das ist uncool. Ich hab doch die Ordenrüstung.
Ich denke nie so weit nach, dass ich die ganzen Sachen jetzt habe mittlerweile. Wo ist sie denn? Da. Danke. Gibt es eigentlich noch Kälte als das, was jetzt gerade ist? Also, so wie kalt, wie ich es mir gemacht habe? Ein bisschen kälter geht noch. Ich glaube, es geht auch so kalt, dass man die Hose auch noch braucht. Was ist jetzt? Alter! Was zum? Was ist gerade passiert? Achso, der hat dich abgeschossen. Er hat dich abgeschossen, aber was für Schaden hat er gemacht? Warum hat er so viel Schaden? Ach, ich habe ja die Ohrenrüstung an. Wenn's denn nämlich. Hör auf die Ohrenrüstung, weil ich habe ja gar nicht mehr so viel Schutz, fällt mir gerade ein. Mhm. Ja, ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn man die Sachen hier auch mal verbessert. Ja. Ich glaube, du hast auch ein paar von den Rotnex-Halfos besiegt. Ich weiß, dass man von denen ein paar Sachen braucht. Ja, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal wieder zu einer Fee gehen. Aber ich möchte jetzt, wir können ja gleich in Kakariko definitiv gehen. Aber ich möchte das den Schrein hier machen. Der noch ein kleines Stück vor sich hat. Ein kleines, sagt er. Ich glaube, es geht sogar schneller, wenn du einfach hier über die Berge gehst. Ja, bin ich auch gerade so am überlegen. Aber müsste ich Rivale Sturms einsetzen. Und zwar komplett, weil alleine komme ich einmal nicht da hoch. Egal, das setze ich ja eben auf. Ja, wobei hier an der einen Stelle, da kannst du auf jeden Fall Pause machen. Da müsste man, glaube ich, stehen können. Was ist hier? Ich weiß. Oh Gott, halte ich fest, Link. Was ist so? Oder auch, ich wollte schon sagen, ey. Na, ich lass aufladen. Danke. So, ja, das wird knapp. Ich muss, glaube ich, gerade mal ein bisschen zurückhaltend sein. Ja, das sollte aber drin sein. Definitiv. Zwei Sprünge habe ich noch, wenn ich die richtig time. So. Oh, es wird doch ziemlich knapp. Oh Gott. Knapper geht's, glaube ich, nicht. Nee, aber ich musste so knapp machen. Wir haben einmal Rivalen Sturm gespart. Frostkraut? Moment, Foto? Habe ich schon. Geile Gras fotografiert. Das ist noch so eine... kämpfen möchte ich jetzt gerade irgendwie nicht. Ist das ein Krog? Ist das ein Krog-Akano? Nee, das ist eine kleine Basis. Nein, das sind. Warum ist hier eigentlich Kisten? Gefrorener Barsch. Oh, das sieht irgendwie nach Krog aus da hinten. Oder ist das ein Stein? Wow! Wow. Das kann mir überraschen. Mein Gott. Das war's mir wert. Ach, da unten ist noch einer. Ich möchte doch nur zum... Ja, ist der Berg jetzt... Ich bin ja fast da. Da oben drauf soll er sein. Unten. Also wenn du beim zweiten Zoom bist, genau beim O von Olpa ist der Schrein. Okay. So, dass ich hier rüberkommen. Ist das Ivarok? Wenn, dann habe ich ihn bei mir nicht markiert. Wildbären. Das ist ein Ivarok. Kannst du sagen, was du willst? Ja. Ja, komm raus. Du musst blind sein, um dich nicht zu sehen. Idiot. Wo ist der Stein? Hallo? Aber du bist ja aus Eis, deswegen magst du Feuer, habe ich gehört. Oder Bomben gefallen dir noch mehr. Oh, er hat ausgerechnet hinten den blöden...
Wow, er ist nur getaut. Okay, stärkeren Bogen bitte. Hier, den. Ach, ärgere mich nicht. Sei ein Feiner, Ivorok. Los. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer auf. Ich dachte, ich könnte cool. Weil du den eiskalt Ivorok nennst, obwohl es ein Glacier Rock. Das ist für mich. Ich weiß, er hat sich gerade erstmal wieder aufgekühlt und ist direkt wieder in Dings geworfen. Oh fuck, ich habe ihn getroffen, aber es hat. Oh mein Gott! Wow. Nein, der Diamant! Oh Gott, ist das auf. Ich hab einen Fehlen. Der Diamant, der. Gib mir den. Den will ich nicht verlieren. Nice. Die Musik ist ja auch. Der Diamant war mir doch schon ein bisschen wichtiger. So, wir sollten jetzt trotzdem was essen. Wichtiger als das eigene Leben erstmal. Ja. Wir essen Sumpf. Hier, zack, sind wir voll drauf. Ja, es ist zwar ein Diamant in dem Fall, also was heißt nur ein Diamant, aber wir brauchen die wahrscheinlich noch, ne? Ich dachte gerade, das wären doch vier. Und es gab ja gute Ärzte. Also von daher. Das hast du gehört, ne? Oh Mann, war das stumpf. Na gut, wir wollten nach Kakariko kommen, wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann. Also, du hast gesagt, dauert das noch ein bisschen. Zweiter Zoom bei O, ne? Welchem? Genau, von Olpa. Und es ist da unten, also. Ja, stimmt, ich hab den Dings ja schon, gehört. Könnte gut ein Krog sein. Freut mich, Maxi Barsch. Doch nicht. Oh, ich merke gerade jetzt, was für einen Pfeil ich für einen Bogen benutze. Hier, nimm mal den schwachen Gerudo-Bogen. Mit Sniper-Funktion. Tschüss. Sag mal nicht. Ernsthaft? LOL! Der kleine Pissfleck da, ey. Hast du eigentlich mit meinen eigenen Crocs? Den Croc habe ich sogar noch nicht. Ja, siehst du mal. Bring mal holen. Bei mir kriegst du die krassen Infos. So, du meinst es bei. Oh, ich bin genau in die andere Richtung gelaufen, natürlich. Aber er steckt ja aus, das ist ein gutes Zeichen. Dann gibt es immerhin keine Aufgabe dafür. Eben. Außer ihn halt eben zu finden. Ich frage mich nur, ob Blutmond wieder ist. Weil irgendwie ist Vollmond immer Blutmond. Gefühlt. Aber eigentlich sollte ich jetzt schon anfangen. Der braucht, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so. Nee, Moment. Wenn der Mond aufgeht, dann ist er auch schon rot. Also wenn er jetzt normal ist, dann ist es kein Blutmond. Das Bild ist schön. Wie heißt der? Das Bild ist schön. Wie er in die Kamera reinlächelt. Hallo. Kaiserbär. Kaiserbär. Ich hab kein Schild. Doch, ich hab ein Schild. Nutz ein Schild, Idiot. Verbrenne den Arsch. Tanzt er erstmal. Er hat sich angelegt mit mir, ja? Da will ich auch kämpfen. Aber warum kommt bei dem Viech, als wenn ich gegen Leuen kämpfe? Okay. Jetzt kommst du, als irgendwo in der Nähe ein Leune und der ist auf dich aufmerksam geworden. Alter. Was? Yo, er hat mich dreimal mit seinem Angriff getroffen. Alles klar. Ja, das ist nicht umsonst ein Kaiserbär. Ist er tot? Er hat aber in sich gehabt.
Oh, guck mal. Ich glaube, ich habe den Schrein gefunden. Stimmt, das war die Aufgabe. Warten oder was? Genau, warten. Warte mal. Und du solltest das komplette Eis komplett wegmachen, ansonsten respawnt das. Okay. Habe ich in einem anderen Let's Play gesehen. Der Schmidt soll die da Feuerpfeile raufhauen, ne? Ja. Genau. Der brennt. Alter, zieht sich das. Nein! Oh. Oder so. Das war auch eine Möglichkeit. Ach, hallo? Fun Fact: Das Eis ist oben weg. Ist wirklich ein Leune. Ja? Mhm. Habe ich ihn getriggert gerade? Ich vermute mal, dann wärst du jetzt schon tot. Nee, ob ich ihn getriggert habe, er kam nicht von der Position da weg. So meine ich das. Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt, das gibt's ja auch manchmal. Eben. Man triggert einen Leunen und der will sich porten, aber man ist einfach in einer beschissenen Position, sodass er keine Position hat, wo er sich jetzt hinportet. Eben, das war jetzt mein Gedanke eigentlich, dass er einfach nicht zu mir kommt. Weil ich habe definitiv Bosskampfmusik gehabt und der Bär macht sicherlich keine Bosskampfmusik. Ja. Ui, schmelzendes Eis. Reich mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Am Stiel? Erstmal hier umgucken. Ziemlich heiße Sache hier gerade, ne? Bin ich mit der Dingsrüstung davor sicher? Nur weil du, wenn du das komplette Set anhast. Das heißt, du müsstest Hosen dafür anziehen. Ich hab die Hosen nicht dabei. Aber ansonsten müsste es hier irgendwo einen Steinblock geben. Eisenblock, meine ich. So. Darum habe ich mir gerade am meisten Sorgen gemacht. Eisschwert, schön. Das Eis muss zum Ziel kommen. Mhm. Kann ich einfach durchrennen? Wo sitzt... Ach, da. Einfach neugierig. Das Eis kannst du auch ruhig durchs Feuer durchwerfen. Ja, ne? Es schmilzt dann zwar schneller, aber ein bisschen, aber es müsste komplett durchgehen. Jetzt frage ich mich natürlich, was muss ich hier machen? Muss ich geduckt gehen? Oh, das war nicht mein Ziel. Wow, was zum... Kann ich geduckt gehen, ne? Ne, aber du kannst das halt eben schmeißen und es rutscht halt. Achso, man muss sich nicht mehr ducken, lol. Genau, und hier ist der Eisenblock. Damit muss ich wahrscheinlich die Feuerbrunst aufhalten, ne? Mhm. So. Hä? Ah, alles klar. Also sind zwei. Wie jetzt, guck mal, das eine Feuer hört auf, aber es unten will weitermachen unbedingt. Brauche ich einen Eisenblock nochmal? Ja, um hier durchzukommen, ne? Mhm. Das ist ein seltsamer Schrein. So, ich muss wahrscheinlich das Eis durchwerfen und dann... Genau. Ja, hier ist es sogar zwingend, dass man das durchschmeißt. Als ich diesen Schrein gemacht habe, da habe ich just davon das ohne Rüstung gemacht. Einfach nur, weil es eine lustige Challenge ist. Wo ist die Challenge? Ob du jetzt Rüstung anhast oder nicht? Ich meine, ich habe es jetzt auch ohne die passende Rüstung gemacht. Habe ich es eigentlich gelöst, oder?
Auf jeden Fall fehlt dir noch die Truhe. Welche Truhe? Hast du, sag ich schon mal, das Feuer angeguckt, wie die Truhe ist? Ich bin doch dahinter vorhin gesprungen mit dem Eisblock. Da war das Eisschwert drin. Echt? Ups. Du Blitzmerke. Ich weiß, wo du meinst. Du meinst, wo ich von der einen Seite kam, wo ich dann gefragt habe, wegen, ob ich von der Kleidung Feuerschutz habe, ne? Mhm. Ja, da bin ich nach unten gegangen, hab den Eisblock genommen, rübergeworfen und hab mich von der anderen Seite. Da war das Eisschwert drin, Akado. Ups. Ups. Da hab ich mal wieder das gemacht, was der Pro-Team mir beigebracht hat. Nicht aufpassen. Warte mal, jetzt bin ich mal neugierig. Wo soll der jetzt sein? Soll der oben sein, denke ich mal, ne? Genau. Der Rivalensturm wird sich eh bis dann aufgeladen haben. Von daher. Also wird er eh gleich ein Kakariko sein. So. Hoch. Und ein Stückchen weiter nördlich, da ist der Leune. Da habe ich mir schon fast gedacht. Das geile Stück. Ich frage vor allem ein silberner. Nein, stopp, das muss es nicht sein. Das ist kein silberner. Es ist ein weißer. Oh. er hat auch eine dicke Keule. Nein! Okay. Das wird schwierig. Du musst das Zorn zweimal. Bombenpfeile. Den Fünffach habe ich drin. Schild nehme ich mal besser den hier. Oh Mann, das wird schwer. Wünsche mir Glück, Akado. Wenig Schaden, das eiskalt gemacht. Wow. Oha. Ich glaube, es lohnt sich sogar, eine stärkere Rüstung anzuziehen. Ja, denke ich mir auch gerade. Und einfach auf die Kälte zu scheißen. Na, willst du mal bitte den fucking Bogen nehmen? Link weigert sich gerade alles zu machen. Ja. Ich will Spiel. Ich kann gerade nichts machen, ne? Ich habe gerade mehrmals auf den Bogen gedrückt und Link hat so, nö. Ist nicht von Belang. Nicht irgendwas. Warte, hier einmal kurz das. Nice. Wow, er hat mich echt getroffen. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dem ausweichen könntest. Funktioniert bei mir eigentlich meistens, wenn er diese... Bitte lass es klappen. Wo ist... Die wird jetzt zum Einsatz kommen. Oh Gott, das war knapp. What? Ja, gut. Schön auf den Hintern. Ja, komm her. Alter. Oha. Komm drauf. Danke. Und essen. Definitiv essen. Alter, ich habe keine Fee mehr. Wenn er mich jetzt tötet, ne, dann bin ich traurig. Du tötest mich nicht. Das sag ich dir. Fun Fact, wenn du jetzt runtergeschmissen wirst, dann hast du ein kurzes Zeitfenster, wo du den Bogen rausholen kannst. Und dann kann man direkt ein paar Pfeile in den Hinterkopf ballern. Um ihn direkt richtig viel Schaden reinzudrücken. Ich hab's geschafft. Der Drecksack, Alter. Der Drecksack. Nice. Der war nervig.
Schwere Großschwert, das soll schwächer sein. Ich stimme mal den Zusatz, ne? Ja. Schwaches Eisschwert weg. 95. Hat auch einen Angriffsplus von 17, aber egal. Alter, war das nervig. Ich habe eine Belohnung verdient. Es ist eine Belohnung, Gott sei Dank. Wolf, ich werde gar nicht lange hier bleiben. Oder du willst noch einen Krox absahnen. Ja, okay, das will ich auch noch. Der Krog, den du hier gefunden hast, ein Stück weiter nördlich ist so eine kleine Nische vor im Berg und da ist ein Baum. Ja. Und da ist er. Warte, ein bisschen weiter nördlich von hier hast du gesagt? Da wo du den Krog gesammelt hast. Welchen Krog? Ja, hier der Krog. Reinzoomen, ja. Der Krog. Ein Stückchen weiter nördlich, da ist so eine kleine Nische mit einem Baum, genau da. Mhm. Alter, der Leune hat mir echt Probleme gemacht, Alter. Ach, das hätte ich schon vorne direkt. Die Nische mit dem Baum, da unten ist der. Genau, auf der Spitze des Baums war es, glaube ich. Davon gibt es auch jede Menge Krogs. Wo man einfach an die Spitze eines Baums klettern muss und, ja, und untersuchen. Link, halt dich. Danke. Wie der einfach nicht will. Hm. Hallo, ich bin Masa. Da habe ich bisher gefühlt 30 Stück oder so gesammelt. Das ist so gemein. So, wo ist Kakariko? Wir machen heute noch die Fee und dann ist der Part zu Ende, leider. Eigentlich hatten wir mehr vor. Nämlich hier die Mission in Kakariko zu machen, aber 30 Minuten wieder, Kado. Alter, ist das... Ich habe keine Worte dafür. Oh, der fucking Leute, ey. Warum wir ausgerechnet ein Weißer? Wo sind die Leute, die noch gesagt haben, yo, Masa, lass mal kämpfen, weil lustig halt. Nee, immer wollen sie töten. Ein Glück hatte ich drei Feen, die haben mich echt am Leben gehalten. Aber ich fand es am Anfang echt unfair, ich konnte einfach nichts tun. Link hat den Bogen nicht aufgehoben. Ne, ich hab gespammt. So, wieder zurück zur alten Rüstung. Dann hoffen wir mal, dass genug Stuff da ist. Aber muss ich eigentlich auch irgendwas damit machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Sidequest schon. Nee, ich hab das Foto schon gemacht, stimmt, ich entsinne mich. Ja, okay. Nee, noch nicht. Stimmt. Hi. Ich konnte nichts machen. Sind da Feen am Fliegen? Bitte sag ja. Gott sei Dank. Warte, wir haben noch Schleichrüstung, oder? Da haben wir was. Machen die Schleichlinge eigentlich auch was lernen? Ich glaube nicht, ne? Nur wenn man sie zubereitet. Okay. Das sollte eigentlich auch ausreichen, die Feen zu kriegen. Ich wenigstens wieder zwei auf sicherheitshalber habe, ne? Na, leise bin ich, ja. Hattest du die Shika-Rüstung eigentlich schon? Ich glaube schon. Danke. Okay, wenn man jetzt das Kopfteil und die Jacke dazu anzieht, dann weiß ich nicht, ob das genug ist, um einfach nur zu gehen. Ich weiß auf jeden Fall, mit der kompletten Ausrüstung kann man hier einfach rumlatschen und die Feen einsammeln, ohne großartig schleichen zu müssen. Ich schleiche gerne. das sieht man ja vor allem im Garten von Prinzessin Zelda, wenn man in Ocarina of Time, dass du so gerne schleichst. Oder hier im Jägerversteck schleichst du ja auch so gerne. Halt die Schnauze. Alter, drei Prinzessinnen in Enzian. So viel zum Thema vom Aussterben bedrohte Art. So, da sind wir. Guten Tag. Da kommt die Hand. War lange nicht mehr hier. Ne? Ich war echt lange nicht mehr hier. Altes Hemd bitte verstärken.
Lass mal kurz gucken. Erstmal natürlich die wichtigen Sachen, finde ich, ne? Barbarenkleider. Brauche ich nur einen Leunhorn. Hose ist definitiv nicht wichtig. Die Hose ist nicht wichtig. So. Mehr Schaden, das ist gut. So. Beziehungsweise mehr Verteidigung bei mehr Schaden machen. Mhm. Noch stärker machen. Ich glaube, das war es aber auch schon. Ich muss wieder ein paar Leute besiegen, definitiv. Darf ich raten? Oh ne! Oh, gerade so mit den neuen Hufen. Angriff plus, das heißt zwei Angriffs plus haben wir dann da, ne? Wenn wir zwei Teile tragen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das macht jeweils zusätzlich 30 Schaden, wenn ich mich recht entsinne. Fadora Hornsplitter. Fuck, wir haben eine Schuppe nur. Hier, gelbe Schleim. So, es, eigentlich könnten wir erstmal kurz im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, oder? Ich glaube schon. Das zieht sich einfach ein bisschen. Du kannst jetzt reden, was du willst. Irgendwie schneide ich, dass das schön klingt, alles zusammen. Da fällt mir ein, die Kapuze. Ja, ich finde, das zieht sich dann zu lange. Oh, das war geil. Ah, ich war Palutena und Pit gelernt. Das machen die wahrscheinlich auch irgendwo. Was? Irgendwo kommt das innere Band ja her. Ich meine, hi. So, das verstärken wir natürlich nicht. Das werden wir eher verkaufen, wenn es geht. Sternsplitter, ich werde nicht mehr. Also für die Hose braucht man sogar einen neuen Huf. Weiß ich, das haben wir ja. Oh. Perfekt, das ist das erste Set, das ich komplett aufgestuft habe. Was? Mit der Sonne? Alter, ich brauche ganz viele Sportlinge, definitiv. Die beiden kann ich einmal. So viel Gras gesammelt und im Endeffekt eigentlich nichts erreicht, ne? So, verstärken bitte. Animation wird auch immer dieselbe. Es ist irgendwie gefühlt einfach immer dasselbe Grab. Verstärken bitte. Stylische Frisur bitte. Verstärken. Ja, es hängt halt eben davon ab, auf welche Stufe man verstärkt. Alter, es geht voll. 5 Saphire! Oh Gott! Aber ich sehe stylisch aus. Vor allem, wie sie sich auch freut, einfach so, oh geil. Ja, 4 Sterne ist Maximum, ne? Genau. Wenigstens kommen wir so langsam auch, was das angeht, ins Ziel hinein, sag ich mal. Wir haben ja noch, wir werden wahrscheinlich noch ordentlich was finden. Ich muss auch anfangen, wenn ich am Berg hochklettern, nicht die Dinger die ganze Zeit zu übersehen, also zu überspringen. So, ja, die Pilze, ne? Ich laufe einfach mal dran vorbei und denke mir so, wir es eh nicht brauchen. Da kommt Kortura. Ja, doch, du brauchst sie so. Du brauchst sie trotzdem. Ja, war klar. So, das verstecken wir natürlich nicht. Die Diamanten behalten wir sicherheitshalber. Den werden wir verbessern. Das Kopftuch. Falls wir sportlich aussehen wollen. Wir arbeiten, Zelda. Stör uns nicht. Irgendwas geht noch. Ach, das Stirnband. Okay. Wiedersehen. Hiya, Bubu für Papa Nupu.
Ach Menschenskinder, ey, so viel zu machen. Noch ein Schleichglöckchen. Ich nehme jetzt einfach alles, was mich im Weg anleuchtet, nehme ich einfach mit. Nein, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ui, ja. Au. Oh Leute, das ist ein Huhn. Apropos Huhn. Aber ich glaube, man muss den Typen dafür erstmal ansprechen, bevor das was bringt. Die Quest habe ich doch schon angefangen. Oder wird die zurückgesetzt, wenn ich das Spiel neu starte? Ich glaube schon. Ja gut, wie dem auch sei, Leute, im nächsten Part Mission Kakariko, würde ich mal sagen. Bis dahin, also ich muss mich noch stylisch anziehen. Ich bin natürlich, nächsten Part bin ich natürlich voll auf Arbeiterkurs, deswegen. Huh. Nein, das ist zu rüstungsmäßig natürlich. Hier sind alte Lumpen. So. Das hat sogar was. Im nächsten Arbeiterlink. Part. Arbeiterlink, genau. DLC für 5 Euro. Im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby. Tschüss, ciao und bye bye.